Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stray. Bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, seid doch so lieb. Bewertet gerne das Video, lasst mir ein Like, ein Abo, aktiviert das Glöckchen, damit ihr nichts weiter verpasst. Zum Beispiel, wie unglaublich niedlich dieses kleine Kerlchen einfach ist. Okay, ja, wir haben Spaltasar gefunden und er hat uns, nein, nicht er, sondern unsere kleine Drohne B12 hat uns angeboten, hier noch ein paar Leute zu befragen. Und ich würde sagen, das tun wir auch, bevor wir hier weiter hochklettern. Gucken wir mal, ob wir hier wieder runterkommen. Wir fangen einfach hier bei Spaltasar an zu befragen, weil hier waren doch auch welche. Wer ist das denn? Hallo, mein Freund. Wer bist du? Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Okay, netter Geselle. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot, Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Okay, was gibt's denn hier noch? Achso, guck mal, hier geht's gar nicht weiter. Doch, hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Pflanzen noch wichtig sind, wisst ihr das? Stimmt, wir müssen auch noch zu der Lilanen zurück. Hier komme ich sowieso nicht weiter. Das war bestimmt nur wegen der gelben Pflanze. Dann wollen wir die Lilane auf jeden Fall auch gleich noch kaschen, bevor wir das nachher vergessen. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier rein. Wo komme ich an? Es ist so süß gemacht. Das ganze Game ist einfach so dermaßen cute gestaltet. Das ist einfach nur toll. So. Ja. Mal gucken, was habt ihr denn so zu erzählen? Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Surks natürlich. Nein. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Ja, als ob. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie. Aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ja, ist auch besser so. Glaub mir, die Sorgs sind echt eklig. Den möchtest du nicht begegnen. Ach ja, genau. Hier kam ich ja auch noch weiter. Oder? Nee. Dann komme ich ja wieder nach oben. Da will ich ja gar nicht. Nee, ich bin rumgelaufen beim letzten Mal, ne? Genau. Elektrosurks überall. Oh, das hört sich nach einem Albtraum an. Lassen wir ihn mal besser schlafen. So, hier war die Pflanze. Die brauche ich bestimmt. Hallo, kannst du mal... ja. Ah, jetzt. Die ist bestimmt wichtig. Können wir mal kurz gucken. Ey, Leute, ich habe echt vergessen, wie man das Inventar öffnet. Lol. Ah, stimmt, ich kann ja auch ranzoomen. Boah, das habe ich ja einfach mega vergessen. Aber wie? Nee, das war die Taschenlampe. Hä? Leute, als ob. Ich habe zu oft das Inventar nicht mehr geöffnet. Nein. Ich habe zu lange das Inventar nicht mehr geöffnet, sodass ich vergessen habe, welches das Inventar war. Bin ich jetzt doof? Hä? Oder kann ich das hier oben einfach nicht? Nee, das macht ja keinen Sinn. Hä? Ah ja, so war das. Bild von Clementine. Ah. Das ist ein Bild von Clementine und Baltasar. Das ist Baltasar. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenwäldern. Achso. Was ist damit? Was kann ich damit machen? Diese Blumen sind aber hübsch. Ach was. Ah, habe ich mir schon gedacht, ich soll irgendjemandem die Blümchen schenken. Na okay, dann fragen wir mal erst den Malermeister. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Ach du Schande. Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Junge, du malst weiß. Ich nenne ihn Müllbraun. Junge, es ist weiß. Ach, was auch immer. Ich habe euch gestört. Es tut mir so leid. Ich tue es nie wieder. Hm, statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Bestimmt. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Oh Gott. Sagt niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin bei diesem Spiel. Ups. Ich würde sagen, schlechte Karten für den anderen. So, die beiden noch. Und dann geht's weiter.
Weil es in ihrer dekonstruktivistischen Phase. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird, bestimmt. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Er erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh, ich habe sie traurig gemacht. Okay. Oh, Sünde. Hier kann ich doch bestimmt Blödsinn anstellen. Matsche. Jetzt habe ich sie bunt gemacht. Es tut mir nur ein bisschen leid. Nein, das hatten wir letztes Mal schon. Okay. Naja. Gut. Dann gucken wir nochmal, was hier unten ist. Ah, hier unten war gar nichts mehr, ne? Nee, von hier bin ich ja gekommen. Gut, Freunde, dann ist es soweit. Wir gehen nach oben. Aber das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. War jetzt diesmal nicht ganz so spannend, aber wir hatten ja gesagt, wir lernen die Roboter hier alle ein bisschen kennen. Die Androiden, pardon. Und ja, ich würde sagen, der Anstieg nach oben, der steht uns dann in der nächsten Folge bevor. Wenn ihr dabei sein wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Euer Malvini. Tschüss.